Zum ersten Mal ist er beim Weingartner Blutritt dabei. Erwin Kreutler. Seit 51 Jahren lebt der katholische Bischof in Brasilien und setzt sich dort für die indigene Bevölkerung ein. Die Einladung, bei der Reiterprozession als Ehrengast dabei zu sein, hat der Menschenrechtler gerne angenommen. Für mich war das wirklich ein Erlebnis und ich habe das jetzt wirklich betrachtet und das geht einem wirklich sehr nahe. Da wird man emotionell beinahe geladen, also wenn man das alles sieht. Und das ist einfach eine wunderbare Tradition, aber man fragt immer, was steckt dahinter? Und dahinter steckt nur ein ganz kleines Stücklein Erde vom Blut getränkt. Und da fragt man sich, na gut, von wem kommt das Blut? Das ist die Grundfrage. Der Legende nach stammt das Blut in der Heiligblutreliquie von Jesus von Nazareth. Jesus hat uns einen Auftrag gegeben. Und ich sehe im Blut das Symbol und die Realität einer Liebe, die bis zum Äußersten gegangen ist. Und ich verbinde damit immer das Wort aus dem ersten Johannesbrief. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns eingesetzt hat. Auch wir sind es schuldig, unser Leben für die Schwestern und Brüder einzusetzen. Es geht um den Einsatz. Die Liebe bedeutet, dass ich den anderen akzeptiere, dass ich für ihn da bin und nicht erst einmal an mich denke und welche Vorteile ich habe, sondern dass ich auf den anderen hinblicke mit offenem Herzen und offenen Händen. Das ist Liebe. Und Blut ist auch Leben und wir setzen uns für das Leben ein und ein Leben in Fülle, aber nicht nur für einige Privilegierte, sondern auch die Menschen in Afrika, in Asien, in Lateinamerika haben Recht auf Leben und zwar ein menschenwürdiges Leben. Nicht nur irgendein Leben, das sie dahin vegetieren. Und das, meine ich, ist der Auftrag des Blutes Jesu. Dass im Weingartner Kloster Flüchtlinge leben, ist für Erwin Kreutler ein wichtiges Zeichen. Dass man in diesen heiligen Räumen gerade Flüchtlinge, unsere Mitmenschen, aufgenommen hat, das ist für mich das Zeugnis, das weltbewegend ist. Und das, meine ich, ist die Botschaft vom Weingarten heute. Europa kann kein Bollwerk sein, es kann keine Festung sein. Europa war immer offen. Das war immer eine Integration. Nur jetzt meinen wir, in unserem Wohlstand, in unserem wahnsinnig, möchte fast sagen, übertriebenen Wohlstand, meinen wir, es kann uns etwas genommen werden. Und das ist das Grausame. Es kann uns nichts genommen werden. Wir müssen lernen, geschwisterlich zu teilen. Wenn es mir besser geht und dir geht es nicht gut, dann habe ich den Auftrag als Christ und als Mensch, dir die Hand zu reichen und sagen, wir machen das miteinander. Ob das Blut in der Heiligblutreliquie echt von Jesus ist? Das spielt keine Rolle. Das spielt keine Rolle, echt oder unecht. Ich meine, das ist eine Tradition, die 1000 Jahre alt ist. Und diese Tradition hat alle Strömungen und Stürme, auch religionsfeindlichen Stürme, sogar den Nationalsozialismus überdauert. Und das sagt mir viel mehr. Es geht um das Blut als Symbol mit einer wahnsinnigen Aussagekraft. Um das geht es.